Die Brückenarbeiten über die Pulsnitz sollen am Mittwoch, dem 11. August, abgeschlossen und die Brücke für den Verkehr freigegeben werden, meldet das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage der Lausitzwelle. Am Mittwoch ist eine letzte Abnahme geplant, bestätigte auch Sandro Göldner von der Baufirma List. Die letzten Arbeiten betrafen die Angleichung der benachbarten Grundstücke sowie Geländearbeiten, die in dieser Woche ausgeführt wurden. Seit Anfang Juli 2020 wurde die Brücke aus dem Jahr 1931 durch einen Neubau ersetzt.